Martin Anger zu Gast bei Frankenfernsehen. Der Schweizer gibt seinen Antrittsbesuch in der Sportkabine bei Moderator Philipp Waldmann. Doch bevor es ins Studio geht, wartet erst die Maske. Abpudern für den großen Auftritt im Scheinwerferlicht, da müssen eben auch die Männer mal dran glauben. Für Martin ist es eine echte Premiere. Zum ersten Mal ist der Schweizer U21-Spieler in einem Fernsehstudio zu einem ausführlichen Talk eingeladen. Und damit dafür alles gut klappt, muss der Rechtsverteidiger natürlich auch verkabelt werden. Bei Frankenfernsehen übernimmt das Maskenfrau Beate. Der Ton ist schließlich entscheidend. Gleich geht es los, die Vorfreude ist groß. Ich freue mich riesig drauf, ehrlich gesagt. Das erste Mal im Fernsehen, ist sicher gut. Und bin ganz entspannt und sehe, was auf mich zukommt. Erst 20 Jahre alt, aber schon ganz cool. Von Nervosität keine Spur. Bei Kollege Niklas Stark hat sich Martin schon über den Studiobesuch informiert. Rechts laufen noch die Nachrichten, links ist alles bereit für die Sportkabine. Ja, und da sitzt er schon bei mir. Ich begrüße dich ganz herzlich, Martin Anger vom 1. FC Nürnberg. Hallo Martin. Hallo. Ich verzichte freiwillig auf irgendwelche schweizerischen Grütze oder irgendwas, da mache ich mich nur selber lächerlich. Zürich, London, Nürnberg, was fällt dir zu den drei Städten so ein, wenn wir es mal schnell durchgehen? Zürich? Meine Heimat. London, kann man sagen, bin ich erwachsen geworden, habe ich viel gelernt. Und Nürnberg ist meine neue Heimat, würde ich sagen. Deine neue Fußballheimat, genau. Auch. Wenn du sagst, erwachsen geworden. Du bist sehr schnell erwachsen geworden, weil du bist 20 Jahre und bist eigentlich schon viel rumgekommen in der Fußballwelt. Ja, das ist so. Wenn man mit 16 alleine nach London geht, da muss man auch erwachsen werden. Und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen und habe viel dazugelernt und es hilft mir auch heute sehr viel weiter. 15 Minuten dauert die Sportkabine. Viel Zeit, um mit Martin zu sprechen. Zum Beispiel über seine ersten Tage beim Club. Ist es Liebe auf den ersten Blick gewesen? Das kann man so sagen, ja. Ich kann mich ganz genau an den ersten Tag noch erinnern, als ich hier war und nur die ganzen das Trainingsgelände angeschaut habe. Und von dem Tag an wusste ich genau, hier will ich spielen, hier will ich kommen. Und da gab es für mich auch gar nichts mehr anderes und habe mich riesig darauf gefreut, dass ich beim Club unterschrieben habe und freue mich umso mehr, dass ich jetzt hier bin. Seit dieser Saison ist Martin in Nürnberg. Davor hat er seine Fußballausbildung bei Arsenal absolviert. Die Zeit in England prägend, die Unterschiede im Arbeitsalltag groß. Ja, das ist halt ganz anders als in Deutschland. Da, bei den Trainings in England, da gibt es gar keine Medien, keine Fans, gar nichts. Da wird ganz in Ruhe gearbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass ich es bevorzuge, denn ich finde es schön, dass immer die Fans bei uns im Training dabei sind und zu unterstützen, ein bisschen Stimmung machen und so. Und ist halt ein bisschen anders. Natürlich ist auch die aktuelle Situation beim Club das Thema. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir alle ruhig bleiben, dass man gelassen bleibt, aber dass man nicht entspannt ist. Denn wir wissen, um was es geht. Es ist Abstiegskampf in der Bundesliga. Aber ich muss sagen, wir haben ein super Umfeld mit dem Trainer, mit dem Trainerstab, mit den Fans, die super, super Stimmung machen im Stadion. Also habe ich gar nicht das Gefühl, dass da irgendeine negative Stimmung aufkommt oder so. Und deswegen ist das sehr gut für uns. Zum Abschluss des Talks darf eines nicht fehlen, die obligatorische Unterschrift auf dem Spind of Fame. Martin, auch du darfst dich verewigen. Ich bitte dich, schreib was drauf. Was hast du vorbereitet? Hast du was vorbereitet? Ich bereue diese Liebe nicht. Martin schreibt noch zu Ende und ich sage einfach Tschüss und Servus. Die Premiere ist geschafft. Das Fazit folgt. Das Gespräch mit ihm war ganz locker, so als würde man im Café sitzen und einfach mit ihm ein bisschen quatschen. Und es hat Spaß gemacht. Jetzt muss nur noch die Schminke runter. Die komplette Sendung gibt es übrigens in der Mediathek auf frankenfernsehen.tv.